Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Ja, noch einer kurzen Woche, denn in der Woche war noch Ostermontag und ja, es war dadurch natürlich eine sehr schöne Woche, weil so 4 Arbeitstage. Ja, ich finde, daran kann man sich gewöhnen. Ja, wenn ihr jetzt das Video seht, bin ich auch schon sozusagen im Urlaub angekommen. Ich habe jetzt die darauffolgende Woche komplett frei und eigentlich waren so 1-2 Dinge im Draußen geplant, beziehungsweise sogar vielleicht so eine kleine Reise innerhalb von Deutschland. Aber ja, in Anbetracht, wie gerade so die Situation ist, ist das natürlich verschoben. Ich werde dafür mein Wohnzimmer renovieren. Ja, so irgendwas Sinnvolles sollte man dann ja vielleicht doch einmal im Jahr machen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Veränderung, auf die andere Wandfarbe, auf das Bücherregale umschlichten und ändern. Ja, lasst euch vom Piep nicht irritieren. Das ist nur ein Wecker. Ja, da hört er dann auch schon auf. Ja, ich habe in der Woche 3,5 Bücher gelesen. Ja, was ich ganz gut finde, trotz ja, der Zeit, die man ja im Freien sozusagen ein bisschen verbringt. Zu Beginn so ein bisschen zur allgemeinen Lage. Ja, es geht uns nach wie vor allen gut. Es ist alles in Ordnung. Wir sind alle fit und gesund. So langsam gewöhne ich mich auch immer mehr an das Homeoffice. Ich finde, dass es tatsächlich doch viel Positives hat. Auch einfach, was so die Stille angeht, was ja im Grunde dadurch auch einfach die Konzentration angeht, dass man wirklich viel mehr einfach an den Dingen dran sein kann, ohne dass man im Umkreis irgendwie Menschen hat, dass man Ablenkung hat. Das finde ich tatsächlich sehr positiv. Ich finde auch, dass die Erholungsphase nach einem Arbeitstag definitiv geringer ist. Ich habe nach wie vor einen Drang nach draußen. Das heißt, so einmal am Tag versuche ich definitiv eine größere Runde auch zu laufen. Bei uns in Bayern ist ab nächster Woche dann auch noch ja, die Maske. Pflicht. Und das weiß ich noch nicht, wie ich so richtig finde. Ich habe ja in einem anderen Bücherwoche schon mal gesagt, dass ich das sehr merkwürdig finde, dass ich das sehr befremdlich finde, wenn mir Leute mit Masken über den Weg laufen. Und ja, natürlich ist das zum Schutz von uns allen und ich, das weiß mein Kopf, mein Körper findet das aber einfach irgendwie nicht so toll. Also ich merke, dass mich so eine Maske sehr einengt. Ich auch merke, dass die Atmung definitiv ein bisschen hektischer wird. Also das ist was, woran man dann definitiv noch arbeiten muss. Aber auch das wird man irgendwie hinbekommen. Ja, dann geht man eben noch weniger raus als eh schon. Zumindest was dann das Einkaufen und Ähnlichem angeht. Und ja, öffentliche Verkehrsmittel fahre ich nicht. Da sitze ich immer in meinem Auto und das sollte jetzt keimfrei sein. Das ist nämlich auch, nachdem die Sommerreifen drauf kamen, geputzt worden. Ja, aber ich vermute, dass es noch sehr lange brauchen wird, bis wir irgendwie zur Normalität zurückkehren. Auch wenn jetzt es Ladenlockerungen und Ähnliches gab. Ich glaube nicht daran, dass das jetzt in 2 Wochen tatsächlich schon anders ist oder gar vielleicht im Mai. Das Oktoberfest wurde abgesagt. Ich vermute, dass die Frankfurter Buchmesse dann auch nicht stattfinden wird. Ich ja, glaube, dass uns das in diesem Jahr noch etwas länger ja, begleiten wird. Und ja, auch wenn uns das gar nicht recht ist, es fragt uns halt am Ende dann auch das Virus nicht, ob wir jetzt schon genug haben. Ich finde auch ganz faszinierend, ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen, über Exit-Pläne, wo ich mich so frage, wer hat denn eigentlich den Virus gefragt, ob er aussteigen möchte? Also ich, ja, ich kann den Grund verstehen, was man damit meint und warum man das macht und warum man das so kommuniziert, weil es wirkt ja dann wirklich so, als hätte man eine Wahl, als hätte man das im Griff. Aber ja, wenn der Virus der Meinung ist, nee, da können wir noch so viele Pläne machen, aber der Mensch neigt natürlich zur Planung, aber ja, so viel dazu. Für morgen Abend, für den Sonntag, ist ein Kingsiana-Hangout geplant. Ihr habt das bestimmt schon auf Instagram und auf unseren Kanälen mitbekommen. Schaut auch einfach mal in die Infobox, da findet ihr auch immer meinen Instagram-Account. Und ich freue mich sehr, dass wir 4 endlich wieder zusammenfinden. Lang genug ist es ja schließlich her. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den 3,5 Büchern der Woche. Ja, es hat begonnen mit Der Kaufmann und der Rinpoche von Alyosha Long und Ronald Schweppe. Ein Buch auf wahren Begebenheiten. Dann habe ich gehört von Stephen Hawking, kurze Antworten auf große Fragen. Dann ging es weiter mit Geralt und der Hexersaga, Der Schwalbenturm von Andrzej Sapkowski. Ach ja, ist es nicht einfach ein wunderschönes Cover. Und das halbe Buch der Woche ist dann, ja, Das Bild von Stephen King. Ganz im Sinne vom King in April. Das lese ich zusammen mit einer Freundin und wir haben uns die knapp 600 Seiten auf 2 Wochen eingeteilt und dementsprechend ist das halbe Buch auch schon gelesen. Ja, wir starten
mit Der Kaufmann und der Rinpoche von Alyosha Long und Ronald Schweppe. Ein Buch, über das ich bei Lovely Books gestolpert bin. Und ich mag tibetische, buddhistische Geschichten, diese Philosophie ja sowieso sehr, sehr gerne. Bin da auch immer wieder auf der Suche nach neuen Geschichten dazu. Man hat natürlich sehr viele Reiseberichte in den Regionen, was ich jetzt aber nicht immer ganz so interessant finde. Mich hat hier die Mischung aus Lebenserfahrung, Lebensbericht interessiert. Das sind eben zwei Charaktere, die es genauso gegeben hat. Und dem tibetischen Totenbuch, denn es ist hier einer der beiden gestorben und der andere, ja, geht im Grunde den Weg der Tradition. Bei Lovely Books sollte es eigentlich eine Leserunde werden, das ist aber dann irgendwie nicht zustande gekommen, fand ich ein bisschen schade, ich hätte mich sehr über den Austausch gefreut, aber auch da ist natürlich bestimmt irgendwas dazwischen gekommen, dass man das einfach nicht so machen konnte, wie sonst man vielleicht als Leser gewohnt ist. Ich wäre sonst, glaube ich, tatsächlich gar nicht so über das Buch irgendwie gestolpert, weil es doch einen recht unscheinbaren Eindruck macht, aber wenn man es dann liest, dann ist das wirklich, ja, vom Cover und so wirklich schön gestaltet. Wer sich jetzt fragt, wir wissen, was ein Kaufmann ist, was ist denn ein Rinpoche? Das ist ein höherer Mönch, der ein Lama geworden ist, also der während seiner Ausbildung zum Mönch oder während des Daseins als Mönch eben doch feststellt, dass er eine Wiedergeburt eines anderen, nicht göttlichen ist, aber eines anderen Lamas, eines anderes Geistlichen, wo man ja den Dalai Lama im Grunde sehr gut auch in unserer Welt kennt, der eben von Buddha selbst ja eine Wiedergeburt ist. Und das ist im Grunde ein Rinpoche. Ja, wir haben diese Geschichte, die auf der Begebenheit von wahren Geschichten beruht. Wir haben zwei junge Hirtenjungen, die treffen wir. Die Geschichte fängt so ab 1935 an. Und wir haben einen Jungen, dem es irgendwie nicht so richtig reicht, nur Hirtenjunge zu sein, der sich eher eben einem Kloster zuwendet und auch Mönch wird. Der zweite Junge, ich habe mir jetzt die Namen nicht aufgeschrieben, sie stehen wahrscheinlich hinten drin, aber es ist sehr schwierig, mit diesen Namen sich die zu merken. Der zweite Junge wird aber er wird ein Hirte, so natürlich, wie auch sein Vater. Und merkt aber doch eines Tages, ja, auch das reicht nicht. Gerade als dann die chinesischen Befreier kommen, wendet er sich da ein bisschen ab, wird Kaufmann, entwickelt da auch ein bisschen was mit den Chinesen zusammen, wird auch zum Beispiel Übersetzer, um diese Krisengespräche zu führen, weil er eben doch der Sprachen recht gut mächtig ist. Und so haben wir eine Freundschaft, die sehr unterschiedliche Charaktere hat, die sehr unterschiedliche Wege hat und auch nicht jeder mit dem Weg des anderen immer so zufrieden und glücklich ist. Gleichzeitig erfahren wir aber schon, dass der Kaufmann verstorben ist zu Beginn der Geschichte und dass eben der Mönch sich auf dem Weg macht, um die tibetische Tradition anzuwenden, die man eben aus dem tibetischen Totenbuch kennt. Ein Buch, das ich sehr faszinierend fand, aber es umgibt sich schon sehr viel mit Tod. Dazu muss man definitiv in Stimmung sein. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist nichts für, ich lese das mal zwischendurch und habe da meine Freude dran. Ich mochte die Mischung sehr, sehr gerne von dieser Geschichte, dem Lebensweg der beiden Hirtenjungen, wie die sich entwickeln, in welche Richtungen das geht, wie die sich dabei fühlen, was sie denken, was sie animiert, was sie motiviert, wie die Leben auch in dieser Zeit waren, die ja doch gefühlt 90 Jahre zurückliegt, wie beide es empfinden als die chinesischen Befreier kommen, um Tibet vom Buddhismus im Grunde zu befreien, wie sie das empfinden. Ich fand sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird, wer welche Medien im Grunde auch konsumiert, wer wo steht, auch welchen Hass es tatsächlich ursprünglich dann in Tibet gegeben hat, im Grunde auf all die, die andere unterdrücken und weswegen ja die Chinesen dann tatsächlich in dieses Land gekommen sind. Ja, Geschichte schreibt immer der Sieger. Ich glaube, das wissen wir alle zugute. Das kann man hier durchaus eben die chinesische Geschichte auch so empfinden, beziehungsweise dann die tibetische, wie hier umgegangen wurde. Das möchte ich jetzt mal ohne Wertung irgendwie abgeben. Aber ich kann das natürlich nicht gutheißen, wenn sich Leute Befreier nennen. In keinster Weise, in keinster Geschichte, wenn man da zurückblickt. Das Faszinierende hier dran ist natürlich nicht nur, dass wir das Leben haben, diese zwei Hirtenjungen, diese zwei Männer, sondern auch eine Freundschaft, die sehr speziell ist, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, auch ihre Dialoge dann einfach zu erleben, auch die verschiedenen Denkansätze zu erfahren, und das hat für mich den Reiz tatsächlich dieser Geschichte ausgemacht. Zudem fand ich die Totenbuchtradition sehr spannend, sehr gut inszeniert, sehr wahrheitsmäßig rübergebracht, so wie ich das
von vor 10, 15 Jahren in Erinnerung habe. Und ich finde, man kann damit auch etwas anfangen, wenn man sich mit Buddhismus und Tibet und diesem Totenbrauch noch nie zu gewidmet hat. Ich finde, man entdeckt da immer was, wo man greifen kann, was man nachvollziehen kann, insofern so ein Brauch etwas ist, was zum Nachvollziehen ist. Ne, ist ganz klar, hier geht es ja darum, den Geist des Verstorbenen ins Nirvana zu geleiten, beziehungsweise ihn dazu anzuregen, eben ja, seine Wiedergeburt anzugehen. Das ist ja nichts, was automatisch passiert, sondern, also wahrscheinlich schon, aber, oder auch nicht, aber jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ja, die Geschichte zeigt aber nicht nur die beiden Jungen, sondern eben auch, wie Tibet sich ab 1935 verändert hat. Wir erfahren, was mit den Klöstern passierte, mit den Menschen. Wir erfahren sehr viel über den Dalai Lama. Die Geschichte kennt man ja vielleicht mehr oder weniger, auch in unseren breiten Kreisen, was da passierte, warum er nach Indien ins Asyl gegangen ist, was es damit auf sich hatte und wie er eben weiterhin dafür gekämpft hat, dass Tibet buddhistisch ist und er eigentlich irgendwann wieder zurückkehren kann. Wird er nicht mehr, vermutlich. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ja, dann einfach mal sehen, was danach passiert. Mir hat diese Geschichte, diese Erzählung sehr gut gefallen. Es ist sprachlich schon ein bisschen was schwieriger. Man muss da auch erstmal reinfinden in die Sprache. Es ist schon mal was anderes, als was man sonst vielleicht eher liest. Aber mir hat es gut gefallen. So nach 20, 30 Seiten war ich drin und habe es dann wirklich so in zwei Schüben im Grunde auch weggelesen. Es hat mich gut unterhalten. Ich fand es sehr erfrischend, auch mal anders diese Geschichte wahrzunehmen. Ich fand es toll, dass wir das aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen, aber immer mit dem Auge auf den anderen. Das fand ich richtig, richtig toll. Also, dass der eine eben tatsächlich auch versucht, den anderen zu verstehen, das ist hier sehr gelungen. Auch der Totenbrauch war sehr spannend, war einfach mal wieder was ganz anderes. Und ich finde tatsächlich, man kann das auch lesen ohne jegliche Vorkenntnis. Wer sich mit Tibet, wer sich mit Buddhismus einfach mal beschäftigen möchte, der hat in diesem Buch gefühlt ja so ein bisschen alles. Viele Infos darüber, Charaktere, die sehr nah sind, die sehr lebendig sind, sehr echt sind und dann tatsächlich auch direkt der Totenbrauch. Auch, der sehr interessant ist und ja, man tatsächlich verstehen kann, warum man glaubt, also dass das etwas tut. Und insofern, man braucht ja immer Glaube, aber ja, fand ich gut, hat mir gefallen und hat mich gut unterhalten und mir Tibet und auch Buddhismus wieder ein bisschen näher gebracht. Dann bin ich einem Thalia-Gutschein gefolgt und habe mir kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking besorgt in der Tolino-App auf dem Smartphone. Denn es gab bei Thalia, als hier die ganzen Schließungen der Buchläden losgingen, einen Gutschein für Hörbücher zum halben Preis. Und ja, da dachte ich, versuche ich mich mal an dieser App. Dazu wird es auch kommenden Dienstag ja so ein 5-Tipps-Videos geben zu Hörbüchern. Und ja, schaut da dann einfach mal am Dienstag mit vorbei. Und da habe ich mir ein Buch geholt, was ich schon länger auf der Wunschliste hatte, weil es jetzt natürlich einfach auch die Hälfte günstiger war. Ich glaube, anstatt 13 habe ich dann eben 6,50 oder 7 Euro bezahlt, was ja sogar noch günstiger ist, als ja, das Buch sich im Grunde bei Audible zu holen. Ich habe schon einiges von Stephen Hawking gelesen, auch gesehen, Biografien, Dokumentationen. Ich habe Filme gesehen, habe auch schon das ein oder andere Buch von ihm gelesen. Ich war einfach auch interessiert, welche Fragen er hier für wichtig erachtet hat und fand es einfach toll, mir das auch vorlesen zu lassen. Das Hörbuch hat mehrere Sprecher, weil es gibt zwei verschiedene Vorworte, es gibt mittendrin nochmal eine Info und auch ein Nachwort. Die werden jeweils von anderen Personen sowieso schon geschrieben, aber eben auch erzählt, während Frank Arnold der Hauptsprecher ist und im Grunde den Part von Stephen Hawking übernimmt. Also alles, was er geschrieben hat, das erzählt uns Frank Arnold. Ich fand das Ganze eine gute Lösung, mir hat es Spaß gemacht, es war gut vorgetragen und ich finde, das ist ja sowieso immer wichtig mit bei einem Hörbuch. Ja, Stephen Hawking hat hier sein letztes Buch geschrieben und wollte in diesem eben Antworten kurz und knapp auf die drängendsten Fragen unserer Zeit, sich damit beschäftigen und uns im Grunde hier Lösungsideen, Ansätze geben und nimmt uns mit auf eine, wie ich fand, auch sehr persönliche Reise durch seine Gedanken und ja, wie er tatsächlich auch die Welt sah. Zudem erfahren wir sehr viel über seine Weltanschauung, auch das Thema Universum kommt natürlich nicht zu kurz und ich fand es sehr faszinierend, seine Gedanken eben zum Ursprung zu sehen, der Zukunft und auch der Gegenwart, wie die Menschen sich vielleicht auch mal gemahnt fühlen sollten, was sie in der Gegenwart tun und das eben nicht immer alles nur auf die Zukunft schieben, sondern es ist eben jetzt und es ist hier und es ist immer noch jetzt und wir können jetzt
eben immer irgendetwas tun und wie wir eben auch unsere Gegenwart dann schützen können. Es sind, glaube ich, insgesamt 15 Fragen gewesen, unter anderem: existiert Gott, gibt es andere Lebewesen, was passiert mal mit der künstlichen Intelligenz, wie gehen wir mit der Gegenwart um, wie bevölkern wir den Weltraum, was passiert in der Kindererziehung. Fragen, die ich wirklich fand, dass sie den Zeitgeist einfangen, der sehr ergreifend ist, der uns sehr mitnimmt. Und er versucht ist für mich ein brillanter Physiker, er versucht das sehr einfach, schnell, klipp und klar, kurz und bündig zu erklären und dennoch etwas mitzugeben. Und das finde ich, war für mich tatsächlich wirklich ein Highlight, dass er das geschafft hat. Zudem ist Stephen Hawking auch jemand, der sehr positiv ist, der optimistisch ist, der motivieren kann, der trotz allem, was in seinem Leben für ihn schwerer war durch seine Krankheit oder auch die Fragen, die ja nicht jeder immer gerne hören wollte, er war immer, fand ich, ein sehr optimistischer Mensch. Er hat immer Chancen gesehen, er hat die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt, er hat versucht, darauf Antworten zu finden, um die Zukunft zu gestalten. Er hat sich nicht hingesetzt und darüber gejammert, was alles schon passiert ist, sondern er ist rangegangen und hat immer versucht, die Zukunft zu verbessern, zu verändern. Und er macht das mit unfassbar motivierenden Gedanken, die er hier in diesem Buch auch niedergeschrieben hat. Es fühlt sich auch wirklich sehr ehrlich an, sehr authentisch an, sehr echt an. Und das macht ja für mich Stephen Hawking diesen entfernten, ganz hoch oben stehenden Physik-Genie, macht es für mich so menschlich und so nahbar und so echt. Und das ist wirklich eine Kunst, die Stephen Hawking immer schafft, egal was ich von ihm lese, anschaue. Ich finde immer, er ist jemand wie ich und du, du und ich. Und man könnte mit dem wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Pferde stehlen. Und diese Gedanken sind, also welcher Kraft er das schafft, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Auch in dieser Geschichte, in diesem Buch, in diesen vielen Antworten zu den Fragen, die wichtig sind, erfahren wir diese Quintessenz aus seinen Gedanken und ja, wie wir es besser machen, wie wir es anders machen, wie wir es auch greifbarer machen und wie wir einfach versuchen sollten, darüber nachzudenken und mit diesen Gedanken eben auch etwas bewirken. Das hat er für mich wirklich großartig geschaffen. Man muss natürlich schon ein bisschen konzentrierter zuhören, das ist keine Frage. Vielleicht nimmt man sich auch jeden Tag eine Frage und eine Antwort vor und verfolgt da so ein bisschen seinen Gedanken. Aber man geht mit mehr heraus. Also es ist tatsächlich so, dass sich etwas in mir füllt, dass es nachhallt, dass Gedanken auftauchen, die vorher nicht da waren und ich gerne darüber nachdenke. Und für mich ist dieses Buch definitiv auch ein Kandidat, es irgendwann als echtes Buch im Regal zu haben, weil ich glaube, dass man sich auch viel markieren kann, viele Notizen machen kann, seine eigenen Gedanken vielleicht tatsächlich auch da irgendwie noch niederschreibt. Das ist nicht nur so ein passives Ich höre und ein aktives Ich denke nach, sondern eben noch aktiver Ich arbeite mit den Gedanken, die Stephen Hawking hat und auch dann ich infolge dessen, was mir da einfällt. Also ein Genie, was wirklich nachvollziehbar erklärt, wie er die Welt sieht, warum er sie so sieht, wie man etwas verändern kann, welche Fragen wichtig sind, warum Antworten auf diese Fragen auch wichtig sind und warum jemand sich die Zeit einfach nehmen muss, diese Fragen zu beantworten. Für mich wirklich großes Kino, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich Stephen Hawking wieder ein bisschen besser verstehen lassen und hat mir wirklich eine große Freude bereitet. Das letzte komplette Buch der Woche ist dann Der Schwalbenturm von Andrzej Sapkowski. Es ist der reguläre vierte Teil der fünfteiligen Saga. Wenn man die beiden Vorgeschichten mit einbezieht, wäre es der sechste Teil. Die Sehnsucht war sehr, sehr groß. Ich habe dieses Buch ja an dem Wochenende, bevor es die Ausgangsbeschränkungen gab, bevor Buchläden zugemacht haben, noch gehamstert, zusammen mit dem fünften Teil, der da drüben irgendwie steht. Und ich hatte große Sehnsucht nach Geralt, ich hatte große Sehnsucht nach dieser Welt. Und die Hamsterkäufe sollten sich ja gelohnt haben. Es ist jetzt natürlich schon schwierig für mich, etwas zu einem fünften Teil einer Saga zu sagen, die einfach unglaublich groß ist. Und ich möchte da gar nicht so viele Worte verlieren, außer dass die Geschichte, also es ist die fünfteilige Reihe, erzählt im Grunde eine große Geschichte mit wenigen Rückblicken und ich fand ja den vorangegangenen Teil, den dritten Teil, so ein bisschen mit am schwächsten, habe das ja auch so ein bisschen darauf geschoben, dass ja auch in der Trilogie zum Beispiel der zweite Teil oftmals so ein Übergangsbuch ist und so habe ich den dritten ein wenig empfunden. Sapkowski verliert sich da sehr in Erzählungen, in Rückblicken, man ist nicht so richtig dabei, sondern man bekommt Dinge nur erzählt und das fand ich im vorangegangenen Teil schon ein bisschen
bisschen schwächer. Band 4 ist tatsächlich irgendwie wieder ganz anders. Ich finde es faszinierend, wie Stile von Sapkowski hier mixen, wie er es schafft, Geschichten anders zu erzählen, uns anders wahrnehmen zu lassen. Und ich liebe einfach die Geschichte um Geralt und um Ciri, um diese ja, Bestimmung, diese Vorhersagung, um diese Welt, in der wir sind. Auch wenn wir ja keine sehr freundliche, positive Welt haben, sondern uns ja im Krieg befinden. Und ich finde es sehr schön, dass wir hier wieder einen sehr abwechslungsreichen Mix von Geralt und Ciri hatten, dass wir auch wirklich viel wieder bei Ciri sind, da ganz viel erfahren und sie auch einfach weiter kennenlernen. Und mein Problem, so gefühlt wirklich ab dem dritten und auch im vierten, ist, dass Sapkowski manchmal viel zu ausschweifend ist. Ich finde, er verliert sich in Details, er wiederholt diese sehr häufig. Man hat ganz oft den Eindruck, das weiß ich doch schon oder auch das kommt mir doch bekannt vor und hat er das nicht schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ob mir der Effekt nur so vorkommt, weil ich eben die Bücher alle jetzt hintereinander lese. Wäre es vielleicht anders, wenn 2 Jahre dazwischen liegen würden, wäre ich dann dankbar für die Hilfen. Aber solche extremen Wiederholungen, ja, finde ich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Und ich muss auch sagen, dass mir die Kriegsthemen, ich bin jetzt nicht der größte Fan, über Kriegsstrategien was zu lesen, mir das vorzustellen, das ist mir an mancher Stelle einfach zu lang, zu viel, zu ausschweifend. Und ja, natürlich ist das eine High-Fantasy-Welt und wir sind im Krieg und das gehört dazu. Und bis zu einem gewissen Grad mag ich das auch. Mag ich Krieg? Nein, also ihr wisst, wie ich das meine. Möchte verstehen, was die Kriegshandlungen sind, wo die Motivation herkommt, warum man handelt, wie man handelt. Hier muss ich aber einfach sagen, es ist an mancher Stelle einfach zu viel. Und da merkt man dann irgendwann, dann kommt so ein bisschen eine Unlust und eigentlich will ich die Unlust überhaupt nicht haben und dann braucht es halt 10 Seiten und dann macht es wieder Spaß, es zu lesen. Also man muss sich wohl einfach durch diese Passagen, wenn man nicht der Fan von diesen Kriegsgeschichten ist, einfach so ein bisschen, ja, durchquälen ist das falsche Wort, aber man muss da einfach so an mancher Stelle durch, um einfach dann wieder das Schöne dieser Geschichte zu genießen und mir macht die einfach Spaß. Also trotz, dass ich hier 2, 3 Kritikpunkte habe, ist das wirklich eine ganz tolle Geschichte, so im Großen und Ganzen. Und ich bin jetzt mega gespannt auf den finalen Band, der ja auch schon hier steht. Und ich bin total neugierig, was da passiert, wo das hinläuft und ja, was dann im Grunde noch kommt. Und ja, es geht jetzt natürlich aufs Finale zu. Und man hat das hier im Schwalbenturm definitiv schon gemerkt. Und ja, es ist einfach eine ganze Reihe, die man für sich betrachten muss. Man kann da, finde ich, immer ganz schlecht einzelne Bände immer nur betrachten. Mir hat es Spaß gemacht. Durch die paar langen Szenen, ausschweifenden Szenen, habe ich halt dann einfach gelesen und dann war es auch wieder gut. Und ja, vielleicht wäre da auch ein Hörbuch tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber vielleicht nutze ich das beim letzten Band einfach mal immer mal bei irgendetwas tun, dann auch zu hören. Aber mir gefällt diese Reihe. Also für mich wirklich ein Highlight, ein altes Highlight, wenn man so möchte, oder ein neues Highlight zu einem alten Buch, also wie man möchte. Was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass hinten drauf steht, knackige Fantasy-Bestseller. Wahrscheinlich bezieht sich das auf die ganze Saga und nicht nur auf den Bann, weil dann wäre es ja der Bestseller und nicht die Bestseller, aber nur soweit. Ja, mir gefällt es, ich liebe die Reihe und ich glaube, jeder, der High Fantasy mag, der wird da seinen Spaß haben, wenn er Zugang auch zum Humor von Geralt zum Beispiel einfach hat und man Rittersporn ins Herz fasst und Ciri und Yennefer und ach ja, es ist einfach schön. Es macht einfach Spaß, es ist auch mal was anderes. Und ja, finde ich wirklich eine sehr, sehr gelungene High Fantasy. Und zum letzten Buch kann ich noch gar nicht ganz so viel sagen, weil ich da erst die Hälfte gelesen habe, jetzt ein bisschen drüber bin, im Fortschritt der Woche. Das ist Das Bild von Stephen King. Ja, eins der wenigen King-Bücher, die ich noch auf dem Sub hatte. Ich wollte ja im April jede Woche einen King lesen, weil ja Phil auch den King im April ausgerufen hat. Und es hat ja angefangen mit einer Kurzgeschichte an und für sich und dann einem Kurzgeschichtenband. Und jetzt lese ich 2 Wochen an Das Bild und dann habe ich ja noch eine Woche im April, also die jetzt dann ja sozusagen noch kommt. Und mal sehen, was ich da noch lese. Ich glaube, ich habe noch ein Kurzgeschichtenband und noch eine reguläre Geschichte von ihm hier. Wahn ist mir, glaube ich, für eine Woche ein bisschen zu dick. Ich überlege auch, einen Reread zu machen. Ja, das seht ihr dann, denke ich, ja, in der übernächsten Bücherwoche. Ja, ich vermute mal. Ja, genau. Ja, der King im April, finde ich eine sehr coole Aktion. Und ich freue mich, wie gesagt, auch sehr auf den Kingsianer Hangout. Das Bild ist ein relativ altes Bild. Altes Buch, ich glaube, von 2001. Nein, sogar 1995, also über oder 25 Jahre alt, tut der Geschichte aber überhaupt keinen Abbruch.
weil es das heute immer noch gibt. Also wir haben hier eine junge Frau, Rosie, die ja einen sehr grausamen Ehemann hat, in einer Ehe steckt, die vor Brutalität und häuslicher Gewalt nur so strotzt. Ein Mann, der narzisstischer nicht veranlagt sein könnte, der nur sein Wort hat Recht und ja, Liebesromane sind Schund und dürfen nicht gelesen werden. Und ja, Rosie eines Tages dem einfach entflieht und ja, sich die Tore einer neuen Welt für sie aufmachen. Und ja, dementsprechend ist diese Geschichte so aktuell wie immer. Das gibt es gefühlt einfach zu jeder Zeit. Ich glaube, da hat sich nicht viel verändert. Vielleicht die Häufigkeit ist tatsächlich geringer geworden, häusliche Gewalt, aber ja, gibt es definitiv noch. Man kann sich das Monster Mensch Norman sehr gut vorstellen. Und ich kann schon so viel sagen, dass Norman für mich mit einer der schlimmsten Bösewichte im King-Universum bisher ist, weil er eben so echt ist und so menschlich, und er ist ja ein Mensch. Also ja, das Böse steckt eben doch im Menschen und nicht in irgendwelchen Monstern. Und ja, so ein bisschen wie Annie Wilkes bei Misery. Das spielt da drin tatsächlich auch eine kurze Rolle. Ja, nächste Woche ein bisschen mehr, wenn ich dann das Buch abschließend bewerten werde. Ich möchte jetzt nach einer Hälfte noch nicht zu viel sagen oder mir da schon ein Urteil bilden. Und ja, lese darin dann einfach weiter. Und ja, das waren sie jetzt schon, die Bücher der Woche. Ich habe auch keine Serie geschaut, auch an Filmen nichts Spannendes. Ein bisschen The Masked Singer, das hatte ich ja schon in der letzten Bücherwoche erzählt. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es gar nicht so viel zu erzählen, außer dass ich mich sehr auf meine Renovierungsarbeiten nächste Woche freue. Ich sehr gespannt bin, ja, wie es mir dann am Ende gefällt. Und ja, ich mich da tatsächlich drauf freue. Und wer mal gedacht, also wer mich kennt, weiß, ich mag keine Renovierungsarbeiten, ich mag auch keine Baumärkte, weil Renovierung immer Dreck bedeutet. Man lebt dann eine Woche oder 3-4 Tage, wenn man ein Zimmer renoviert. Die ganze Wohnung ist mit dem Schmarren aus dem einen Zimmer voll. Und ich bin ja schon jemand, der nicht viel hat. Wenn ich meine Bücher nicht hätte, wäre dieser Raum relativ leer. Naja, sollte ich mal drüber nachdenken. Aber ja, das ist tatsächlich was, wo ich denke, ah, die ganze Bude ist dann voll dieser Möbel. Und aber gut, ich werde das hinbekommen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich auf diese Veränderung. Und ja, das eine oder andere werdet ihr, denke ich, dann auch einfach sehen. Vielleicht dann zumindest auch immer mal die neue Wand, die da entstehen wird. Und ja, dann natürlich auch die neuen Bücherregale. Vielleicht interessiert euch da ja auch irgendwie, ja, ein Bücherregal-Update. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr jetzt noch Infos braucht zu den Büchern, alles in der Infobox. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Freue mich morgen auf den Hangout. Vielleicht seid ihr da ja auch mit dabei. Würden wir uns auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.